Ein junger Medizinstudent macht mit dem betreuenden Arzt einen ersten Rundgang durchs Krankenhaus. Sie kommen an einem offenen Zimmer vorbei, in dem ein Mann auf dem Bett liegt, der wie wild masturbiert. Der Student fragt: Was ist denn mit dem los? Worauf ihm der Arzt antwortet: Naja, seine Hoden produzieren zu viele Spermien. Deshalb muss er dauernd onanieren, damit sie nicht platzen. Oh, denkt der Student. Kurze Zeit später sieht er in einem anderen Zimmer, wie eine hübsche Krankenschwester bei einem Patienten auf dem Bett sitzt und ihm einen bläst. Und was hat der da? Fragt der Student neugierig. Gleiches Problem, aber privat versichert.